Also die ganzen Übungen kann man sowohl im Sitzen machen, wie auch im Stehen machen. Ich habe jetzt keinen Stuhl zur Verfügung, deswegen mache ich es dann im Stehen. Ich muss mich von vornherein entschuldigen, das ist heute mein erstes Mal und ich bin ziemlich nervös. Aber ich fange mal an. So, wenn man morgens ins Büro kommt, dann ist man ja eigentlich noch ziemlich voller Spannung. Und im Laufe des Vormittags und des Tages sackt man irgendwie in sich zusammen. Und in dem Moment, wo man in sich reinhorcht, dann kann man das Theraband zur Hilfe nehmen und kann sich wieder damit irgendwie versuchen aufzurichten, indem man es ganz einfach locker zwischen die beiden Hände nimmt und einfach mal zieht daran und immer nur die Bewegungen so weit ausführen, wie es einem auch gut tut. Also nicht irgendwie über einen Schmerzpunkt hinweggehen, sondern einfach nach vorne ziehen. Und dann merkt man schon, wie die Rückenmuskulatur anfängt zu arbeiten und so ein bisschen man in Spannung gerät. Dann kann man das Band nach oben nehmen, kann es nach hinten ziehen. Die Wiederholungen kann man so oft machen, wie es einem beliebt, wie man Lust dazu hat und wie man gerade Zeit dazu hat. Dann kann man es unter das Bein ziehen, kann man den einen Arm so hoch bewegen, den anderen. Man kann rotieren und sich dabei festhalten. Man kann aber auch einen Kollegen auffordern, mitzumachen und zu üben miteinander. Stellt sich jemand dazu bereit, damit ich was zeigen kann? Bitte. Oh, furchtbar. In beide Hände packen. So. Stellen wir uns auseinander. Dann kann man für den Rücken, kann man sich ein bisschen nach vorne lehnen und kann die Bänder dann auseinanderziehen. Bis zu den, so dass man merkt, dass die Schulterblätter aneinander gehen. Das kann man entweder gemeinsam machen oder der eine Partner hält nur und sie macht, genau. Dann kann man auch hingehen und kann eine Ruderbewegung machen. Und die kann man auch variieren, indem man in die Knie geht. Es gibt vielfältige Bewegungsmöglichkeiten. Dann kann man das Band zusammenknoten. Auch sehr beliebt, nennt man in der Fitnessbranche Charlie. Da kann man einfach in die Knie gehen und seitlich, wobei man das dann etwas fester zusammenbinden muss. Aber Sie haben das schon richtig gemacht, weil dann kann man seitlich, das ist für die Hüfte, wenn man lange gesessen hat, ziemlich entspannt. Die andere Seite. Jetzt kriege ich mein Gummiteil gar nicht mehr auf. So. Sie können es auch aufmachen, ja? Einen Augenblick. Das war viel zu fest. Wenn man lange gesessen hat, dann ist man auch so steif im Kreuz drin. Dann kann man das Band doppelt nehmen, die Hände ausstrecken und ganz langsam zur Seite rotieren, den Kopf mitbewegen, weil wenn man den Kopf nicht mitbewegt, dann
bewegt man einen Teil der Halswirbelsäule in eine entgegengesetzte Richtung und das ist nicht gut. Dann kann man das Band nehmen und einfach die Arme so über Kreuz ziehen und wieder nach vorne. Das dient auch zur Entspannung. Das merkt man beim ersten Mal nicht, wenn man es macht. Aber nachdem man zum Beispiel in diese Übung reingegangen ist und dann die andere Übung gemacht hat, dann ist das für den Rücken sehr entspannt. Was man noch machen kann, wenn man aufsteht, wenn das Kreuz wehtut, ist, das sieht jetzt etwas lustig aus, wenn man sich so hinstellt und den Katzenbuckel macht, dann rollt man nämlich das Kreuz hier auseinander und zieht das Becken nach vorne und das bringt auch Entlastung. Ja, und jetzt habe ich so ein paar Sachen gemacht, die man miteinander verknüpfen kann. Jeden Tag ein paar Minuten, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten und sie auch aufzubauen, um den Körper zu entspannen. Und wenn Sie mehr wissen wollen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie in die Halle 1 kommen, an den Stand Nr. A17. Vielen Dank fürs Zuschauen.